Ich würde aufrufen, und ich darf jetzt aufrufen, den Tagesordnungspunkt 3. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten. Open-Data-Gesetz, Drucksache 205471. Wer will den Gesetzentwurf einbringen? Fraktion der FDP? Herr Kollege Stirböck, natürlich. Bitte schön, zu Top 3. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als Offenbacher blicken wir auf andere hessischen Städte angesichts der unbestrittenen Schönheit unserer Stadt offenbar manchmal mit einer gewissen Überlegenheit, mit einem gewissen Überlegenheitsgefühl herab. Aber heute möchte ich ausdrücklich eine Ausnahme machen. Ich lobe als Offenbacher Darmstadt. Ihre Heimatstadt, Frau Ministerin Sinemus, hat im Februar eine ambitionierte Datenstrategie vorgelegt. Darmstadt hat erkannt, wer ein Spitzendigitalstandort sein will, muss auch bei der Datenpolitik an der Spitze sein. Mit dieser Erkenntnis, Frau Ministerin, ist Darmstadt dem Land Hessen deutlich voraus. Wir als Freie Demokraten glauben, freie und gebührenfreie Bereitstellung von Daten ist das Herzstück einer innovativen Datenpolitik. Deshalb legen wir heute den Entwurf für ein Open-Data-Gesetz vor. Es regelt, welche Daten wie von den Landesbehörden bereitgestellt werden. Es setzt das Potenzial offener Daten frei. Es gibt einen Leitsatz der Hackerethik, und der lautet: öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Und ich glaube, das beschreibt das Open-Data-Prinzip sehr gut. Private Daten wollen wir schützen, persönliche Daten, sicherheitsrelevantes, Geschäftsgeheimnisse, die gehören nicht ins Netz. Öffentliche Daten sollen kluge Köpfe nützen können. Mit dem Wein ist das so. Guter Wein wird besser, wenn man ihn in einem dunklen Keller lagert, und wertvoller, wenn er rar ist. Daten werden besser, wenn sie das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Und sie sind umso wertvoller, je mehr sie genutzt werden, Frau Kollegin Wissler. Holen wir also die Daten aus den Schreibtischschubladen, von den Festplatten der Verwaltung, aus den Datensilos einzelner Ämter und Behörden. Lassen wir die hessischen Tüftler und Unternehmer ran, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin sicher, diese werden uns mit ihren Ideen für datengetriebene Apps und Dienstleistungen überraschen, etwa in der Landwirtschaft. Für uns als Landwirtschaftspartei wichtig. Zentimetergenaues Düngen wird mit offenen Geodaten möglich. Zum Beispiel Umweltdaten, für uns als Umweltpartei wichtig. Daten zur Luftqualität, Wasserständen oder Biodiversität können die Landwirtschaft noch smarter machen. Zum Beispiel Tourismus, sei die Stadt Wien ihre Daten offen bereitstellt, gibt es interaktive Stadtführer-Apps, die Besucher z.B. zu WLAN-Hotspots oder öffentlichen Toiletten navigieren können. Zum Beispiel Datenjournalismus. Wer weiß, welche Geschichten Journalisten aus den Wirtschafts- und Finanzstatistiken der demografischen Daten erzählen könnten? Ja, ich sehe jetzt schon vor meinem geistigen Auge, und die Frau Kollegin Wissler hat sich ja auch schon engagiert mit Zwischenrufen gezeigt, wie Herr Felstehausen wieder in seiner einzigartigen Rhetorik die Chimäre milliardenschwerer Digitalmultis und Datenkraken beschwört und dieser nachjagt, die die offenen Daten nutzen werden für die kapitalistischen Interessen. Das sehe ich jetzt schon, dass Sie das nachher bringen werden. Sie müssen da auch gar nicht mehr reden, hat Frau Kollegin Wissler ja eben gerade richtig eingeworfen. Ich will aber auch gleich dagegen antworten, für die sind diese ganzen
Daten, um die es heute geht, nur mäßig interessant. Wir kämpfen doch nicht deshalb für Open Data, damit irgendwelche Datenkraken sie nutzen können, sondern weil diese Daten den Start-ups, den Datenjournalisten, den gemeinnützigen Initiativen und letztlich den Bürgern nutzen. Die sind es, die das Interesse an diesen Daten haben. Hessen ist 2019 dem deutschen Datenportal GovData beigetreten. Die Landesbehörden können seither freiwillig Daten veröffentlichen. Wir gehen mit diesem Gesetzentwurf jetzt den nächsten Schritt und schaffen eine klare und verlässliche Grundlage. Denn bei Open Data kommt es auf Verlässlichkeit an. Kein Unternehmer wird eine nützliche App programmieren, wenn er nicht weiß, ob die Daten auch noch in einigen Jahren zur Verfügung gestellt werden. Die Daten sollen nach unseren Vorstellungen maschinenlesbar, barrierefrei und möglichst mit Hilfe von Anwendungsprogrammierschnittstellen bereitgestellt werden. Und natürlich müssen die Daten kostengebührenfrei sein, damit sie sich nicht nur die Großen leisten können, Herr Kollege Felstehausen. Wir haben als Fraktion der Freien Demokraten bereits mehrere Anträge zu offenen Daten vorgelegt, zu offenen Daten im ÖPNV und im letzten Oktober auch zu offenen Geodaten. Da hatte der Herr Minister Al-Wazir, wo ist er? Da hatte der Minister Al-Wazir vom Hase- und Igel-Spiel zwischen Opposition und Regierung gesprochen und seinerzeit, also im Oktober, ein Geodatengesetz, das das Kabinett schon passiert habe, versprochen. Seitdem scheint der trickreiche Igel-Landesregierung allerdings in den Winterschlaf gefallen zu sein. Mit unserem Gesetzentwurf wollen wir erneut Open zum Standard machen. Frau Müller-Kassel von den Grünen hatte meinen letzten Gesetzentwurf hier als Material für die Regierung ironisiert. Der eine oder andere wird sich daran noch erinnern. Morgen wird der Kollege Dr. Naas die Landesregierung sicherlich dafür loben, dass sie beim Carsharing wenigstens etwas Ordentliches aus diesem Material gemacht hat, denn darum ging es in dem Antrag. Am besten wäre es also, liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktionen, Sie hätten die Größe, unserem heutigen Gesetzentwurf gleich zuzustimmen. Aber wenn Sie oder die Landesregierung dann etwas Gutes Eigenes daraus machen, geben wir Ihnen auch gerne unseren Gesetzentwurf als Material mit. Denn letztlich kommt es ja nicht so sehr darauf an, von wem es kommt, wer der Hase oder wer der Igel ist, sondern wichtig ist, dass es kommt. In diesem Sinne hoffen wir, den Igel wieder aus seinem Winterschlaf zu wecken und auf Trab zu bringen. Denn Digitalisierung in Hessen braucht weniger Bummelei und mehr Tempo. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stirböck. Nächste Rednerin ist die Abgeordnete Nadine Gersberg für die Fraktion der Sozialdemokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Bundesregierung erweitert mit ihrem zweiten Open-Data-Gesetz die Pflichten von Behörden, ihre Daten der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Mit diesem Gesetz erfüllt sie eine EU-Richtlinie, die 2019 in Brüssel beschlossen wurde. Sie verpflichtet Mitgliedstaaten, möglichst viele Daten aus der öffentlichen Verwaltung für Innovation und Forschung verfügbar zu machen. Spätestens bis Sommer muss sie umgesetzt werden. Auch viele hessische Kommunen haben sich inzwischen auf den Weg gemacht. Herr Kollege Stirböck hat Darmstadt schon erwähnt und für ihre Kommunen Open-Data-Strategien entwickelt. Sie öffnen ihre Daten für ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Die hessische Landesregierung aber ist bislang sehr restriktiv mit der Öffnung ihrer Daten umgegangen. Geodaten sollen jetzt endlich zur Verfügung gestellt werden, nachdem viele Bundesländer auch hier schon bereits vorgelegt hatten. Aber das kann natürlich nur ein Anfang sein. Vergleicht man nämlich die Bundesländer untereinander, was die Open-Data-Umsetzung angeht, da ist auch Hessen wieder mal Schlusslicht. Woran liegt denn die Zurückhaltung der Landesregierung beim Thema Open-Data? Warum hilft sie der Wissenschaft nicht, zum Beispiel ihre Forschung voranzutreiben?
will die schwarz-grüne Landesregierung nur Big Playern die Möglichkeit von wirtschaftlichen Innovationen ermöglichen, hat es mit einer kritischen Einstellung gegenüber Transparenz und Offenheit zu tun? Oder ist mal wieder die technische Umsetzung das Problem? Denn natürlich müssen die Daten in maschinenlesbare Formate entwickelt werden. Die Frage nach Open Data ist aber auch eine Demokratiefrage. Diese Daten werden von Verwaltung erhoben, finanziert von Steuergeldern. Dann müssen sie auch den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern bereitgestellt werden. Warum ist es sinnvoll, mehr Daten als bisher zur Verfügung zu stellen? Daten sind äußerst wertvoll und können viel mehr bewirken, als sie es derzeit in Hessen dürfen. Sie bergen ein enormes Potenzial, wenn sie einer breiten Öffentlichkeit und so auch der Wissenschaft, Betrieben und Nichtregierungsorganisationen öffentlich zugänglich gemacht werden. Denn bei dem Open-Data-Prinzip geht es um das explizite Recht und die Möglichkeit, die Daten nicht nur einzusehen, sondern auch weiterverarbeiten und verbreiten zu können. Open Data bietet aber auch die Möglichkeit, und hier wird es interessant auch für die Landesregierung, verschiedene Ebenen und Ressorts miteinander besser zusammenarbeiten zu lassen. Das betrifft auch viele Behörden und Ministerien. Damit nicht endlos viel Zeit vergeht, müssen Daten immer wieder umgewandelt werden. Deswegen wäre es besser, Open Data Portale gleich anzulegen und Daten direkt öffentlich zu machen, wenn sie erhoben werden. Eines muss aber klar sein, und da bin ich eine andere Meinung als mein Kollege Herr Stirböck von der FDP. Wenn wir es Unternehmen ermöglichen, Daten zu bekommen, und sie machen damit sehr große Gewinne, dann müssen natürlich auch Gebühren und Lizenzen dafür anfallen. Denn, wie gesagt, diese Daten gehören den Steuerzahlerinnen, und da muss ihnen auch wieder etwas zukommen, wenn diese genutzt werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist eigentlich mit dem Datenschutz? Über den müssen wir auch noch einmal sprechen an dieser Stelle. Im Fokus muss natürlich ein verantwortungsbewusster Umgang mit digitalen Daten stehen, vor allen Dingen beim Thema Open Data. Ich möchte an dieser Stelle auf das Weißbuch DIDAT zum verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Daten aufmerksam machen, das gerade vom Bundesministerium für Forschung und Entwicklung in Auftrag gegeben wurde und nach einem zweijährigen transdisziplinären Forschungsprozess veröffentlicht wurde in 2021. Eine zentrale Aufgabe ist dabei, Orientierung für einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Daten zu entwickeln, die für alle Beteiligten und Betroffenen nachvollziehbar sind. Diese Orientierung soll somit ein hohes Potenzial für eine gesellschaftliche Akzeptanz besitzen. Das Weißbuch enthält Lösungsoptionen bei der Erfassung, Verwertung und Nutzung digitaler Daten. Vorgeschlagen wird eine verbindliche Festlegung. Erstens, welche Daten als Open Data zu betrachten sind. Zweitens, wie Einwilligungen zur Nutzung von Daten von Nutzerinnen auch eingeholt werden können. Und drittens, wie unredliche Nutzung unterbunden und auch sanktioniert werden können. Auch die Bundesregierung hat das auch schon gefragt im Auftrag der Datenethikkommission und hat auch dort die Grundfrage gestellt, ob die Bereitstellung von Daten, insbesondere offener Daten, ein Teil der staatlichen Daseinsvorsorge sogar sein könne. Die Ethikkommission kommt in ihrem Gutachten zu dem Schluss, dass die Nutzung offener Daten grundsätzlich ethisch geboten sei, wenn dies der umfassend verstandenen Wohlfahrt dient und keinen überwiegenden Interessen, z.B. die Datenrechte anderer, entgegenstehen. Das Teilen von Daten habe zudem immense Bedeutung für die Sicherstellung eines fairen und effizienten Wettbewerbs. Also auch von hier kein Problem bei Open Data. Mein Kollege Stirböck hat die personenbezogenen Daten angesprochen, die in diesem Gesetzesentwurf ausgespart werden. Das sind Daten, die, wie ich in vielen Gesprächen erfahren habe, die eigentlich besonders interessant sind, besonders für die medizinische Wissenschaft. Und deswegen würde ich es begrüßen, wenn wir vom Hessischen Landtag aus auch diese Frage behandeln würden, wie können wir personenbezogene Daten bereitstellen und trotzdem den Datenschutz beachten. Viele Datenschutzbeauftragte der Länder sagen, dass es grundsätzlich möglich wäre, diese bereitzustellen, wenn man diese Daten anonymisiert, z.B. indem man nicht mehr das konkrete Alter aufschreibt, sondern eine Altersgruppe, in der sich eine Person befindet. Wichtig wäre hier allerdings, dass es auch ein Gesetz gleichzeitig gäbe zum Verbot der De-Anonymisierung, also dass man nicht wieder zurückschließen kann, um wen es sich handelt. Und das muss auch unter starken Strafen stehen.
Ich glaube, wir sollten auch hier noch einmal darüber reden, ob das nicht auch in Zukunft aus Hessen heraus möglich wäre. Der medizinischen Wissenschaft zum Beispiel wäre es sehr dienlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ohne die Öffnung von Daten entgegen den Wissenschaftlerinnen, EntwicklerInnen, Bürgerinnen und Bürgern innovative und hilfreiche Möglichkeiten. Wirtschaftszweige werden ausgebremst, Start-ups haben nur wenig Chancen. Nur Branchen, die es sich leisten können, Daten einzukaufen, können von ihnen profitieren. Lassen Sie uns in Hessen nach vorne schauen, lassen Sie uns Daten als Daseinsvorsorge verstehen und sie mit verantwortlichen und klaren Regeln den BürgerInnen zur Verfügung stellen. Für die Forschung, für die Innovation und auch für mehr Transparenz. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Gersberg. Nächster Redner ist der Abg. Felstehausen für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren zu Hause und hier im Plenarsaal. Oliver Schöberg hat gerade so ein kleines Lehrstück aufgeführt, was man vielleicht auch unter Data Mining verstehen kann, nämlich die Vorwegnahme von Ereignissen aufgrund von Daten, bevor sie eigentlich eintreten. Aber ich möchte Sie an der Stelle enttäuschen, ganz so schlimm wird es diesmal nicht mit meiner Kapitalismuskritik. Gleichwohl ist sie tatsächlich nicht unberechtigt. Weil das Wort der FDP, Digitalisierung first, Bedenken second, ist ihm etwas, was so pauschal nicht stehen bleiben darf. Aber zunächst einmal zu Open Data und dem, was eigentlich dahinter steht. Datensammlungen und Statistiken, Archive und Verwaltungsakten, Bauanträge und Genehmigungen, Geodaten und Buchhaltungsunterlagen, Verwaltungen und Behörden verfügen über zahllose Daten, die für die Öffentlichkeit teils gar nicht und teils nur auf Antrag zugänglich sind. Und das will die Open-Data-Bewegung zu Recht ändern. Sie möchte erreichen, dass möglichst viele Datenbestände in der öffentlichen Hand frei zugänglich bereitgestellt werden, damit sie von Bürgerinnen und Bürgern, aber eben auch von Unternehmen verwendet werden können. Und dabei kommt es darauf an, dass diese Daten, und das ist das, was bis heute eben überwiegend noch nicht der Fall ist, dass diese Daten offen sind, dass sie maschinenlesbar sind. Denn nur so ist es möglich, dass große Datenmengen sich erschließen lassen. Intuitiv ist das nicht möglich. Diese Daten werden halt erst dann nützlich, wenn man sie automatisiert verarbeiten kann, wenn sie aggregiert werden und wenn man sie durch selbstgesetzte Kriterien durchsuchen und untersuchen kann. Und der Zugang zu den staatlichen Informationsmonopolen der Verwaltung, der Ämter und der Behörden ist eben eine Voraussetzung für eine erweiterte Teilhabe an demokratischen Prozessen. Nur wenn ein staatliches Verwaltungshandeln Transparenz wird, können Bürgerinnen und Bürger Entscheidungen, die sie betreffen, tatsächlich auch beurteilen. Sie können sie dann hinterfragen und sie können sie dann mitgestalten. Doch offene Daten haben eben nicht nur einen hohen gesellschaftlichen Nutzen, sondern auch einen hohen wirtschaftlichen Nutzen. Auf der Basis von Geodaten etwa entstehen Smartphone-Apps für Landkarten und aus Messdaten für Luftfeuchtigkeit werden Wetterinformationen. Fahrpläne des öffentlichen Nahverkehrs stellen die Grundlage für Navigationsdienste dar. Und dank offener Schnittstellen, die den automatisierten Zugriff auf solche Daten ermöglichen, ist in den letzten Jahren einiges an gesteigertem wirtschaftlichen Interesse entstanden, und dadurch sind tatsächlich auch Anwendungen entstanden, die uns alle helfen. Aber derzeit ist Hessen halt noch eine Open-Data-Wüste. Die Verwaltungsstruktur und die Verwaltungskultur ist häufig noch auf Closed orientiert und hütet die eigenen Daten wie einen Schatz. Zudem wird der Aufwand der Offenlegung gescheut. Und dabei sollten Daten stets so zügig wie möglich und so vollständig wie möglich veröffentlicht werden, eben in maschinenlesbarer Form vorliegen und Informationen über die Quelle enthalten. Insofern, lieber Oliver, sind wir uns an der Stelle völlig einig. Daten aufzufinden, zu durchsuchen und abzurufen, sollte möglichst einfach und barrierefrei sein. Und das Material sollte eben nicht mit Urheberrechten, mit Patenten und Markenrechten belastet sein, sondern möglichst einschränkungsfrei zugänglich sein, und das dauerhaft.
Steuerfinanzierte Daten müssen in der Regel kosten- und barrierefrei bereitgestellt werden. Und hier stimmen wir mit euch tatsächlich als FDP überein. Ja, in der Tat. Aber wir sagen eben auch, wer mit öffentlichen Daten Milliardengewinne macht, der muss sich dann eben auch im Steuersystem die Frage stellen lassen, wie diese Gewinne eben versteuert werden. Und das trennt uns an der Stelle. Der Grundsatz, öffentliche Daten nützen und die privaten Daten schützen, ist aber nicht der einzige Grundsatz der Open-Data-Bewegung. Es gibt noch einen weiteren Grundsatz, und der heißt nämlich, öffentliche Gelder müssen in öffentliches Gut auch überführt werden. Und das bedeutet eben auch, dass Forschungsergebnisse der Unis, zum Beispiel bei der sogenannten Drittmittelforschung, öffentlich und für alle zugänglich sein müssen. Wer hier mit Hilfe der staatlich finanzierten Bildungseinrichtungen, wer diese Hilfe in Anspruch nimmt und für seine Zwecke nutzt, der muss eben auch der Öffentlichkeit diese Ergebnisse zur Verfügung stellen. Öffentliche Gelder heißt öffentliches Gut, bedeutet auch, dass Bildungsbeiträge in den öffentlichen rechtlichen Rundfunkanstalten dauerhaft in freier Lizenz online zur Verfügung stehen müssen. Schließlich finanzieren wir das mit unserem Rundfunkbeitrag. Und öffentliche Gelder bedeutet öffentliches Gut, heißt letztendlich auch, dass Patente, die erst mit öffentlichen Mitteln zustande kamen, durch ein öffentliches Gut sind und dem Gemeinwesen zur Verfügung stehen müssen. Und das hat Janine Wissler hier angesprochen. Das betrifft eben nicht nur die Corona-Pandemie und die Frage, wie dort mit Patenten umgegangen wird, die öffentlich gefördert wurden und erst durch die öffentliche Hand zustande kommen. Das gilt es in anderen Bereichen genauso zu tun. Open Data darf eben nicht nur da gefordert werden, wo einzelne öffentliche Daten in den Profit überführen, sondern muss eben grundsätzlich gelten. Und daher ist unsere Forderung eben sehr eindeutig, und Janine Wissler hat es gesagt, Patente für Impfstoffe sind freizugeben. Aber von einer wirklich stringenten und konsequenten Umsetzung der Open-Data-Philosophie schreckt die FDP dann eben doch in ihrem Entwurf zurück, weil dies eben nicht den vielen und nur den wenigen zugutekommen würde, wenn Daten veröffentlicht werden, die heute in öffentlicher Hand sind und die sich dann eben nur wenige mit ihren Schnittstellen absaugen können. Wir sagen daher als Linksfraktion, zu diesem Gesetzentwurf können wir so nicht zustimmen, obwohl die Richtung grundsätzlich schon mal stimmt. Lassen Sie uns in den gemeinsamen folgenden Beratungen schauen, wie wir das Gleichgewicht zwischen Wirtschaft und Gemeinwesen besser austarieren können. Dann wüssten Sie bei uns auch tatsächlich sich an Ihrer Seite zum Thema Open Data und den zukünftigen Maßnahmen, die die Landesregierung hier bisher nicht eingeleitet hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Felzhausen. Nächster Redner ist der Abgeordnete Leveringhaus für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir Grüne waren von Anfang an Teil der, so will ich das jetzt mal nennen, Open Data Bewegung, und wir werden es auch weiterhin gern sein. Ja, vielleicht dämmert es dem einen oder anderen oder der einen oder anderen mit diesen Worten aus meiner Plenarrede vom 1. Oktober des letzten Jahres, als wir über offene Geodaten gesprochen haben, möchte ich auch heute beginnen. Und der Fokus in der Öffentlichkeit und auch in den Medien wird, denke ich, in den nächsten Monaten ganz stark auf den Wahlprogrammen der Parteien liegen. Wir steuern auf eine Bundestagswahl zu. Aber doch viel entscheidender ist es wahrscheinlich, sich mal die Grundsatzprogramme der Parteien anzugucken. Was will eine Partei? Wofür steht sie? Wo will sie hin? Und da zitiere ich mal bei uns aus dem grünen Grundsatzprogramm: offene Daten, offene Software, offene Standards und offene Schnittstellen müssen politisch gefördert werden und Standard sein, wenn öffentliche Gelder aufgewendet werden. Das meine ich, wenn ich als Grüne sage, wir sind Teil der Open-Data-Bewegung.
Und deswegen sage ich, da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone, dass wir Grüne durchaus Sympathie für diesen Vorstoß haben, ein Open-Data-Gesetz zu machen. Denn es ist natürlich ein Weg, ein universelles Gesetz oder ein generelles Gesetz über alle Behörden zu erlassen oder hier besser gesagt das hessische E-Government-Gesetz anzupassen. Es ist aber eben nicht der einzige Weg, wie man Daten nutzbar machen kann, wie man Daten öffentlich machen kann. Und meine Damen und Herren, offene Daten, ich glaube, das sind wir uns alle bewusst, das habe ich auch in den Reden, die bisher gehalten wurden, gehört, sind aus vielerlei Gründen ein wichtiges Thema und wir sprechen ja auch hier im Haus nicht zum ersten Mal darüber. Auch das schon angesprochen, im Oktober 2019 haben wir über offene Daten im öffentlichen Personennahverkehr gesprochen, im Oktober letzten Jahres über das Bereitstellen von Geodaten. Und letztere Debatte schloss mit den Worten von Ihnen, Herr Stirböck, dass wir inhaltlich gemeinsam auf dem richtigen Weg sind. Das war eine tolle Feststellung, Lob aus der Opposition nehmen wir mal gerne. Aber um mal in die Bildsprache zu wechseln, jetzt kommen wir auf unseren gemeinsamen Weg so ein bisschen an eine Weggabelung. Und da gibt es eben einen kleinen Weg, der so abführt. Der Weg heißt Open-Data-Gesetz. Und für uns als Grüne ist es eher der Weg, den wir weiter beschreiten wollen, so weiterzugehen, wie wir es bisher gemacht haben. Nämlich, wenn wir erkennen, okay, wir müssen Daten bereitstellen, wenn es eine sinnvolle Maßnahme gibt, wo das möglich und nötig ist, dass wir dann eben eine Maßnahme ergreifen und diese Daten bereitstellen. Denn eine generelle Bereitstellung von Daten, ohne dass ein Mehrwert für die Wirtschaft oder auch für die Forschung und Wissenschaft erkennbar ist, ist da vor allem erstmal eins ein nicht unerheblicher Aufwand. Sie sprechen das sogar in Ihrer Begründung des Gesetzes an. Auf der anderen Seite kann man eben dort punktuell aktiv werden, wo sich diesen genannten Interessengruppen eben ein klarer Vorteil bietet. Und, Stichwort gemeinsamer Weg, wir sind uns ja alle bewusst, welches Potenzial in den offenen Daten liegt. Das haben wir auch schon 2018 zusammen mit der CDU gesehen, als wir den Koalitionsvertrag verhandelt haben. Und da steht unter anderem drin, wir wollen Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmen sowie den Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung besonders hochwertige Verwaltungsdaten zur freien Verwendung bereitstellen. Und ich möchte ein Beispiel nennen, was das illustriert, was wir damit meinen, was wir vorhaben. Und das ist eben die offenen Geodaten. Sie haben daraus zitiert, vielleicht nicht ganz richtig, deswegen will ich es auch noch mal sagen. Staatsminister Al-Wazir hat in der Debatte im Oktober letzten Jahres das Geodatengesetz angesprochen und er hat es angekündigt für das erste Halbjahr 2021. In dem befinden wir uns noch. Er ist also noch voll im Zeitplan und ich bin auch noch der festen Überzeugung, dass es im ersten Halbjahr kommt. Und wenn wir dieses Gesetz dann beraten haben und hoffentlich hier auch im Haus beschlossen haben, dann wird dieses Gesetz die Digitalisierung in der Wirtschaft und der Verwaltung beschleunigen. Es wird Innovationen fördern und generell die wirtschaftliche Entwicklung antreiben. Denn verschiedene Interessengruppen können doch in unterschiedlichem Maße, aber verschiedene Interessengruppen können davon profitieren. Wir haben professionelle Nutzerinnen und Nutzer, denen ermöglicht wird, die Daten über tagesaktuelle Geodatendienste abzurufen und in ihre eigenen Anwendungen oder Apps einzubauen. Wir haben versierte Nutzerinnen und Nutzer, die konfektionierte Daten zum Download bereitgestellt bekommen. Und wir haben auch den interessierten Bürger oder die interessierte Bürgerin, die einen Mehrwert haben, denn sie können aktuelle Daten über das Geoportal des Landes abrufen, sie können einfache digitale Präsentationsaufgaben kostenlos abrufen oder Webanwendungen wie den Immobilienpreiskalkulator kostenlos nutzen. Und ich bin sicher, es wird noch viele weitere Beispiele geben. Vielleicht hat ja unsere Digitalministerin Frau Sinemus noch weitere in ihrer Rede. Sie sehen, wir gehen als Land also schon den Schritt hin zu einer offenen und digitalen Verwaltung. Und das alles machen wir, ohne dass es da ein Open-Data-Gesetz gibt oder ein Open-Data-Gesetz notwendig ist. Meine Damen und Herren, offene Daten. Offene Daten sind wertvoll. Ich kann es nur noch mal betonen und ich möchte hier mal Tim O'Reilly zitieren. Informationen werden wertvoller, wenn sie geteilt und weniger wertvoll, wenn sie gehortet werden. Wir in Hessen, das habe ich, glaube ich, deutlich gemacht, stellen schon jetzt Daten zur Verfügung, ohne so eine generelle einheitliche Regelung zu haben. Und es muss die Frage erlaubt sein, brauchen wir also die von der FDP hier geforderten bürokratischen und rechtlichen Vorgaben, um weitere offene Daten zur Verfügung zu stellen? Ich bin dem Thema Open Data, ich glaube, das konnte ich deutlich machen, sehr offen gegenüber. Ich bin dem Gesetzentwurf eher skeptisch gegenüber. Aber wir überweisen ihn jetzt zur Beratung in die Ausschüsse. Ich freue mich auf die Beratung, ich freue mich auf den Input. Und dann gucken wir mal, was wir daraus machen. Vielen Dank. Danke, Herr Leveringhaus. Nächster Redner ist der Abgeordnete Dimitri Schulz für die Fraktion der AfD.
Verehrtes Präsidium, liebe Kollegen von der FDP, ich darf Ihnen zuallererst im Namen der AfD für Ihren Gesetzentwurf danken. Die FDP verfolgt zweifelsohne einen richtigen Ansatz und fordert die Landesregierung zum Handeln auf. Das ist auch in unserem Auge bitter nötig. Die Regierung würde ohne Opposition vermutlich außer Symbolpolitik gar nichts machen. Das ist auch hier der Fall, denn gemäß den Vorgaben im Onlinezugangsgesetz muss die Verwaltung bis Ende 2022 digitalisiert sein. Die Zeit drängt. Wir befürworten als AfD eine quellenoffene Datengesellschaft, die so viele Daten wie möglich frei zur Verfügung stellt, frei im Sinne von frei zugänglich und kostenfrei verfügbar. Wir befürworten als AfD eine gläserne Obrigkeit und wollen eben keine gläsernen Bürger, wie sich die Grünen und die SED wünschen, womöglich mit Social Credit Score. Wir als AfD unterstützen daher Open Data dort, wo ein effektiver Nutzen nachweisbar ist. Die Maxime muss lauten, maximale Transparenz bei gleichzeitiger Vereinfachung durch Vereinheitlichung der zur Verfügung gestellten Daten für die Bürger. Wir unterstützen hier also das Ziel. Allerdings scheint uns als AfD der gewählte Weg zum Ziel problematisch. Der FDP-Entwurf ist zwar gut gemeint, aber erstens kommt er zu spät, da die Digitalisierung schon viel früher hätte einsetzen sollen, und zweitens gibt es einige Unklarheiten. Die FDP klärt leider nicht, wie die Kommunen diese Daten gemäß § 4a Open Data Gesetz zur Verfügung stellen sollen, wenn schon die Gesundheitsämter die Einführung der digitalen Kontaktverfolgung nicht schaffen, wie sollen dann die kleinen Kommunen damit klarkommen, wo in den Rathäusern das Faxgerät 2021 immer noch Standard ist. Ferner erläutert die FDP nicht, wie die öffentliche zugängliche Netze aussehen soll, denn der Ausbau erfolgt zwar jetzt schon, aber es tut das viel langsamer, als die Datenmenge wächst. Diese nimmt nämlich exponentiell zu, sodass die Regierung mit ihrem Gigabit-Vorhaben auch da noch im Verzug sein wird, wenn die Gesellschaft Terabit-Zugänge benötigen wird. Meine Herrschaften, es würde im Grunde in das gleiche Desaster münden wie bei 5G. Zuerst schafft man es wegen hoher Bebauungsdichte nicht flächendeckend 4G einzuführen, und dann lenkt man die Bevölkerung vom eigenen Versagen ab, indem man 5G forciert, also eine Technologie mit noch höheren Frequenzen, wo Masten in noch kleineren Abständen nötig sind. Das ist vollkommener Nonsens. Eine weitere Schattenseite ist der Datenschutz und damit einhergehend die Freiheitsrechte. Wer soll die Behörden bei der Umsetzung überwachen? Der Datenschutz kann nicht alleine Probleme lösen, sondern höchstens minimieren. Ein möglicher Open-Data-Prozess müsste unbedingt genau überwacht werden. Daher lehnen wir als AfD auch die vorgesehenen, nur alle 3 Jahre erstattenden Berichte der Regierung nach § 4b Open-Data-Gesetz ab. Dieser Zeitraum ist viel zu lang. Durch den HBDI zum Beispiel wird über Datenschutz jährlich berichtet. Warum also nur alle 3 Jahre über Open Data? Den Älteren von Ihnen ist das vielleicht nicht klar, aber 3 Jahre im Digitaluniversum sind eine halbe Ewigkeit, meine Herrschaften. Zuletzt das leidige Thema mit den Kosten. Warum war Open Data bisher nicht aufgeführt im Haushaltsplan unter Digitalisierung? Insbesondere das Digitale Ministerium wird sich die Frage gefallen lassen müssen, inwieweit Open Data auch im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes umgesetzt werden soll. Welche Strategien haben Sie ausgearbeitet? Wie steht es um die Nachhaltigkeit? Welche Belastungen für die Wirtschaft sind zu erwarten? Das sind nur einige wenige Fragen, auf die wir keine Antworten haben. Ich rate Ihnen, beeilen Sie sich endlich, befragen Sie die Opposition und stellen Sie die Digitalisierung auf einen breiten parlamentarischen Konsens, denn Bits kennen keine Parteifarbe. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Schulz. Nächster Redner ist der Abgeordnete Müller für die Fraktion der CDU.
Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mir schon überlegt, in Anbetracht des Alters, ob ich jetzt mit dem Rollator hierher fahren soll, um über den Antrag der FDP sprechen zu dürfen. Aber das, glaube ich, ist nicht erforderlich. Lieber Kollege Schierböck, nein, wir stimmen nicht zu. Sie haben ja vorhin die Frage gestellt und nie eine Antwort gekriegt. Aber wir nehmen diesen Punkt. Wir nehmen diesen Punkt als das, was Sie auch gesagt haben, als Punkt zum Weiterdenken und zum Miteinander-Weiterdenken. Das will ich an dieser Stelle auch mal deutlich betonen. Es ist ja vieles von dem, was Sie gesagt haben, überhaupt nicht falsch. Kann man ja überhaupt nicht bestreiten. Nur vieles von dem, was Sie in Ihrem Gesetz fordern, ist schlicht und einfach auch schon Realität und zum anderen in manchen Dingen auch nicht beantwortet. Für uns, ich denke daran auch, dass für die Landesregierung steht zunächst einmal im Vordergrund die Praktikabilität und die Möglichkeit, es auch umsetzen zu können. Wir haben ja viele, zahlreiche, Kollege Leveringhaus hat ja schon darauf hingewiesen, wir haben ja zahlreiche Möglichkeiten, der Bürgerinnen und Bürger Daten der öffentlichen Hand abzufragen. Und nicht nur abzufragen, sondern auch zu nutzen. Und es soll auch immer mehr werden, es muss auch immer mehr werden. Ihre These, damit möchte ich mich auseinandersetzen, dass öffentliche Daten auch öffentlich nutzbar sein sollen, die ist korrekt, die ist richtig. Aber öffentliche Daten sind eben auch erhobene Daten. Und da geht's los. Wir haben die Abgrenzung zu tun. Abgrenzung dahingehend, dass wir auch in unserem Land neben der Datenfreiheit eben auch den Datenschutz haben. Das sind zwei Dinge, die völlig nebeneinander stehen, aber die sich nicht immer bedingen, sondern die durchaus auch sich manchmal querstehen. Und deshalb sind öffentliche Daten nicht immer vollständig frei zu haben, sondern öffentliche Daten sind auch oft und meistens sogar in Teilen verbunden mit Menschen. Frau Gelsberg, Sie haben ja richtigerweise gesagt, zum Beispiel Gesundheitsdaten, eine ganz wesentliche Datengrundlage, und ich glaube, der Goldesel schlechthin, wenn man an manche Dinge denkt, das sind die Daten, die höchstpersönliche Bezüge haben, allerhöchstpersönliche Bezüge. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, die sind nicht für den freien Markt in irgendeiner Form gedacht und auch nicht, ich sage mal, verwendbar. Insoweit bedürfen wir bei all diesen Vorstellungen, wie man öffentliche Daten frei verwendet, schon immer der Frage, nutzt es dem Menschen oder schadet es ihm? Und diese Frage zu beantworten, mit gebotenem Respekt, Herr Stüber, das leistet Ihr Gesetz an dieser Stelle nicht. Sondern es sagt, wir wollen die öffentlichen Daten auch öffentlich verwenden, aber den Widerspruch zu manchen datenschutzrechtlichen Fragestellungen, den lösen Sie eben nicht. Sie vermeiden ihn, das kann ich verstehen an dieser Stelle, weil es eine einfache Lösung dafür nicht gibt. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, und wir haben ja in Hessen schon ganz viel gemacht. Also Geodaten ist das eine Thema, da sind wir dran. Da hat Kollege Leveringhausen ja auch schon einiges zu gesagt. Aber wir wollen mal zurückdenken. Wir haben ja Prozesse gehabt, wo Hessen gerade was öffentliche Daten betrifft, ganz weit voraus war. Denken Sie doch nur mal an unsere Haushaltsplanung, die wir ja nicht nur im Land, sondern auch in den Kommunen schlicht und einfach als erstes Bundesland umgestellt haben. Der dobische Haushalt ist nichts anderes als eine öffentliche Zurverfügungstellung von kleinsten Daten, die eben für die Kommunen, für das Land wesentliche Bedeutung haben und die dann auch für Dritte ableitbar sind. Wir haben eine Agenda digitale Verwaltung. Seit 2015 wird es Stück für Stück umgesetzt. Insoweit, meine ich, sind wir auf einem guten Weg. Nichtsdestotrotz, und da bin ich wieder bei Ihnen, müssen wir an der Frage der öffentlichen Daten und der zur Verfügungstellung von öffentlichen Daten miteinander vernünftig arbeiten. Nur, jetzt kommt die nächste Frage, die müssen wir ja auch beantworten. Wer nutzt sie? Wenn sie der Bürger nutzt, der sie abfragt, ich glaube, da hat keiner von uns etwas dagegen. Wenn sie aber genutzt wird von Dritten, die möglicherweise Daten nutzen, um hier vor Ort ihr Geschäft in Anführungszeichen zu machen, dann stellt sich schon wieder die Frage, ist es sinnhaft oder ist es nicht sinnhaft? Und wir müssen uns überhaupt nicht vorstellen, wie Datenkraken eben unsere Daten auch abziehen. Also wir müssen uns gar keine Gedanken machen, wenn wir die Geodaten veröffentlichen, werden die in 5 Monaten in einem chinesischen System zur Verfügung stehen für Planungsdaten aller Art von Unternehmen in der Volksrepublik China.
Und das gilt für alle Daten, die wir zur Verfügung stellen. Das heißt also, wir müssen überlegen, wie schichten wir ab, wie überlegen wir, dass den Menschen vor Ort diese Daten hier zur Verfügung stehen und zugutekommen und nicht eben nur Dritten. Und das ist ein Punkt, der in Ihrem Antrag vollständig untergeht. Datensicherheit habe ich besprochen. Insoweit denke ich, müssen wir gemeinsam überlegen, wie wir den Prozess des Open Data weiter miteinander gehen. Letztlich, Sie sagen, öffentlich geförderte Projekte müssen öffentliche Daten werden und müssen Gemeingut werden. Aber machen wir doch keine Illusionen, lieber Herr Felstehausen. Wir hätten keinen Impfstoff von BioNTech, wenn diese Daten öffentlich wären. Wir hätten ihn einfach nicht, weil er würde in anderen Ländern dieser Welt produziert worden sein, weil die Daten, die öffentlich in dieser Hinsicht aus solchen Projekten entstehen, dann schlicht und einfach bei uns nicht verwendet worden wären. Da brauchen Sie nicht den Kopf zu schütteln, da müssen Sie nur das Interview des einen Inhabers der Firma sich anschauen, der nämlich genau zu diesem Thema gefragt worden ist, nämlich zur Frage, was machen Sie mit gefördertem, quasi mit einem geförderten Patent, wie setzen Sie das an dieser Stelle um? Und da kam die klare Antwort, jedenfalls nicht in Deutschland. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der letzte Punkt dessen, was ich sagen will. Wenn wir Daten veröffentlichen, haben wir auch immer das Risiko der Verwendung nicht bei uns. Und darauf müssen wir achten. Und ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Wir werden das, Herr Stirböck, denke ich, gemeinsam weiter diskutieren und weiterentwickeln. An dieser Stelle aber werden wir zunächst diesen Antrag ablehnen, werden auf das, was die hessische Landesregierung verfolgt, weiter bauen. Und damit gehen wir, glaube ich, einen guten Weg. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Müller. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Prof. Sinemus. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Fraktion der Freien Demokraten hat einen Entwurf für ein Open-Data-Gesetz eingebracht. Open Data beschreibt im Grundsatz nicht mehr und nicht weniger als die Offenlegung jeglicher Daten, die von den Landesbehörden, aus welchen Gründen auch immer, erhoben wurden. Nicht selten lassen die Zwecke der Erhebung einen Rückschluss auf betroffene Bürgerinnen und Bürger wie auch auf Unternehmen zu. Es ist daher wichtig, eine Überregulierung durch einen allumfassenden Anspruch auf Veröffentlichung solcher Daten zu vermeiden. Dies ist unser Leitgedanke auch an anderer Stelle, zum Beispiel bei der europäischen Debatte um Digital Market Acts. Die Bereitstellung öffentlicher Daten muss gut bedacht erfolgen. Damit verbundene Aufwände, unter anderem für deren Anonymisierung und erzielten Nutzen, sind einander gegenüberzustellen und abzuwägen. Die Freien Demokraten möchten dieses Konzept in ein Gesetz gießen, um den digitalen Wirtschaftsstandort Hessen zu stärken. Die Zielrichtung teile ich, den Weg dahin in dieser Form nicht. Drei Kritikpunkte gibt es aus meiner Sicht zu nennen. Erster Kritikpunkt: Wie soll sichergestellt werden, dass ausgerechnet die hessischen Betriebe einen Vorteil aus diesem Gesetz ziehen? Ist es nicht vielmehr denkbar, dass vorrangig große Technologiefirmen aus den USA und China diese Daten nutzen, um damit ihre ohnehin schon weitreichenden Geschäftsmodelle weiter auszubauen? Das zweite Problem in diesem Entwurf sehe ich in der Verantwortung gegenüber unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Die öffentliche Verwaltung erhebt ihre Daten in aller Regel zu einem bestimmten Zweck. Selten können ihre Kundinnen und Kunden sich dagegen wehren. Bis jetzt gab es dazu auch keinen Grund. Die Verwendung ihrer Daten ist zweckgebunden und klar geregelt. Der vorgelegte Entwurf sieht zwar vor, dass personenbezogene Daten durch Anonymisierung umgewandelt werden müssen, damit Personen bei der Veröffentlichung eben nicht mehr identifizierbar sind. Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass wir zu Recht, Kollege Müller hat darauf hingewiesen, in einem datenschutzsensiblen Land leben. Die pauschale und dauerhafte Veröffentlichung aller Daten der Verwaltung kann jedoch in Schutzbereiche der Bürgerinnen und Bürger erheblich eingreifen. Der dritte Kritikpunkt steht in direktem Bezug zu dem vorgenannten. Mein Eindruck ist, der Gedanke, mit offenen Daten der Verwaltung neue Geschäftsmodelle und Wirtschaftswachstum zu generieren,
Die Monetarisierung öffentlicher Daten also ist auf den ersten Blick eingängig. Auf den zweiten Blick stelle ich fest, wirklich gute Beispiele für den tatsächlichen und großflächigen wirtschaftlichen Nutzen von Open Data sind derzeit noch dünn gesät. Demgegenüber stünde ein immenser Aufwand auf Seiten der öffentlichen Hand zur Umsetzung dieses Vorhabens. Für unsere Digitalpolitik gilt der Grundsatz Digitalisierung für den Menschen. Wir müssen uns daher auch der Frage stellen, ob sich ein solches Gesetz für den hessischen Steuerzahler in dieser Form lohnen würde. Ich möchte nur auf zwei inhaltliche Details aus dem vorliegenden Gesetzentwurf hinweisen. Die Formulierungen haben die Freien Demokraten in großen Teilen aus Nordrhein-Westfalen übernommen, wo ein Open-Data-Gesetz bereits in Kraft ist. Auch wurden einige Passagen aus dem entsprechenden Bundesgesetz eingefügt. Wir wiesen schon darauf hin. Gleichwohl findet sich im Gesetz des Bundes eine Klarstellung, dass kein Anspruch auf diese Daten begründet wird. Der Entwurf der Freien Demokraten verzichtet auf diesen Zusatz und eröffnet damit den Klageweg. Hierdurch können Haftungsrisiken für das Land entstehen. Die Herausgabe von personenbezogenen Daten habe ich bereits angesprochen. Zwar sollen sie nach dem vorliegenden Entwurf derart anonymisiert werden, dass daraus keine Rückschlüsse mehr auf Einzelpersonen gezogen werden können. Ich bezweifle jedoch, dass damit dem Datenschutz abschließend Genüge geleistet ist. Diese Frage muss eingehender beleuchtet werden. Insofern heiße ich den Gesetzesentwurf als Impuls für eine Diskussion willkommen, kann ihm aber in dieser Form nicht zustimmen, sondern möchte Ihnen meine Perspektive darlegen. Wie Sie merken, bin ich dem Thema nicht grundsätzlich abgeneigt. Nicht umsonst ist dies auch als Leitgedanke in unserem Strategiepapier Digitale Verwaltung Hessens festgehalten. Zitat: Der Zugang und die Verwendung von Daten im Sinne von Open Data sind wichtige Kernelemente der digitalen Zukunft. Damit die Gesellschaft insgesamt und der Mensch im Einzelnen einen Nutzen aus Open Data ziehen kann, müssen faire und transparente Bedingungen und Spielregeln definiert werden. Soll heißen, anstatt einem undifferenzierten Open Data Gesetz unter erheblichen Kraftanstrengungen eine große Menge Daten zu streuen, um damit auf gut Glück einen Nutzen zu erzeugen, gilt es, konkrete Anwendungsfälle zu nutzen und umzusetzen. Ein gutes Beispiel dafür, was schon praktiziert wird, ist das Hessische Vermessungs- und Geoinformationsgesetz, das sich aktuell in der Novellierung befindet. Nach Inkrafttreten werden alle Ämter und Behörden, die Geobasisdaten oder Daten zum Immobilienmarkt erheben, diese öffentlich zugänglich gemacht. Der Fall zeigt, dass die Landesregierung aktiv wird, sobald wir eine konkrete Nachfrage nach und einen konkreten Nutzen aus Open Data erkennen, fallbezogen, spezifisch, qualitativ. Darüber hinaus stellen heute bereits zahlreiche Landesbehörden nutzenträchtige Daten kostenfrei zur Verfügung. Beispielhaft möchte ich hier das Online-Angebot des Statistischen Landesamtes, das Solarkataster, mit dem die Solarenergiepotenziale von Tach- und Freiflächen in Hessen abgeschätzt werden können, oder auch BOHES Hessen, das Bodenrichtwertinformationssystem sowie das amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem ALKIS nennen. Geodatengesetz hatten wir angesprochen, es soll vor dem Sommer eingebracht werden. Um Open Data im großen Stil zu denken, gilt es, eine Reihe von Fragen zu beantworten, um eine zielgerichtete strategische Ausrichtung sicherzustellen. Wie groß ist der tatsächliche Nutzen dieses enormen Aufwands? Wir müssen abwägen zwischen dem Aufwand für die Behörden, sowohl im Sinne der Belastung des Personals, auch des Steuerzahlers einerseits, und dem Nutzenpotenzial andererseits. Wie können ganz grundsätzlich mit Daten der öffentlichen Hand private Geschäftsmodelle unter fairen Bedingungen entstehen? Wir wollen unseren Standort stärken, aber Politik heißt Gestaltung im Sinne der Menschen in diesem Land. Fachlich gut gemacht kann dieses eine gesetzliche Regelung zu Open Data beinhalten, in dieser umgerichteten Form aber nicht. Daher lehne ich den Entwurf der Freien Demokraten ab.
Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Damit sind wir am Ende der Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt angelangt. Und wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den DDA. Ich will Ihnen noch fürs Protokoll nachtragen, dass wir aus den vorigen Tagesordnungspunkten, dass wir den Tagesordnungspunkt 56, der Antrag der Dr. Daniela Sommer, Christoph Degen und andere Taxifahrtkosten zu Impfzentren erstatten, in den INA überweisen, und dass wir den Tagesordnungspunkt 67, der Antrag der Fraktion Die Linke, Bus und Bahn virenfrei machen, an den WVA überweisen.